Wasser kommt aus dem Wasserhahn, ist doch klar. Einfach aufdrehen und Wassermarsch. Aber wie kommt es in die Wohnungen und Häuser? Lucky weiß es, durch große Leitungen. Und die müssen alle 50 Jahre erneuert werden. Dann rücken große Bagger an, reißen die Straße auf und heben tiefe Gräben aus, wie hier in der Markusstraße in Trier-West. Dann werden die alten Leitungen entfernt und neue verlegt. Diese Straßenbauarbeiten machen einen Riesenkrach und viel Dreck. Und alle Autofahrer ärgern sich, weil die Straße gesperrt werden muss. Doch Lucky hat kürzlich entdeckt, dass es auch anders geht. In der Grazianstraße in Trier-Weißmark haben die Bauarbeiter keine langen Gräben in die Straße gebaggert, sondern nur einzelne Löcher. Dort werden die alten Leitungen für Gas und Wasser nämlich nicht herausgerissen. Sie bleiben im Boden. Und die neuen Leitungen werden einfach in die alten verlegt. Das macht eine große Maschine. Sie zieht zuerst eine lange Stahlstange durch das alte Rohr. Hier seht ihr das im Detail. Und an dieser Stange hängt dann die neue Leitung. Das hier ist eine Gasleitung. Die ist gelb. Also Vorsicht. Und hier ist die Stelle, in der die neue Gasleitung in der alten verschwindet. Könnt ihr sehen, wie rostig die ist? Und so sieht es aus, wenn alles fertig angeschlossen ist. Lucky zeigt euch die gelbe Gasleitung. Das blaue ist die Wasserleitung. Doch wozu haben die Bauarbeiter die Löcher vor den Häusern gebuddelt, werdet ihr fragen. Dort liegen die Leitungen, die Gas und Wasser in die Häuser bringen. Die müssen dann nur noch angeschlossen werden. Dadurch fließt das Gas in den Brenner, damit ihr es daheim behaglich warm habt, wenn jetzt der Winter kommt. Und natürlich fließt auch das Wasser über die Hausanschlüsse in euren Wasserhahn. Achtung, abdrehen nicht vergessen.